bin hier, weil ich lebe von Geschichten. Es ist so frustrierend, es ist so schrecklich, es ist so die Hölle, dass ich nicht all diese Bücher lesen kann. Das ist so, weil das will man, jedenfalls ich. Ich möchte alles lesen, was es hier gibt. Und ich brauchte dann viele, viele Jahre, 100.000 Jahre, um all diese Bücher lesen zu können, die es hier gibt. Hunderttausende von Titeln. Also das ist das Frustrierende an der Buchmesse. Zum Schreiben bin ich gekommen, das war ein trauriger Anlass. Das war, ich war noch sehr jung, als mein Vater gestorben ist. Und ich und meine Mutter war untröstbar. Und ich, das war nur ein Ausweg, das Schreiben. Und dann, ich war 12 und ich habe dann angefangen zu schreiben, so ein Jahr nach dem Tode meines Vaters. Und also das war eine Weise, mit etwas, das ich nicht verstand, und etwas, das sehr traurig war, leben zu können. Es hat mir gerettet und geholfen, weiterzugehen. Und jetzt bin ich Schriftsteller.